Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Wir spielen Makedonien. Und an sich ist es eine easy Sache, aber wir spielen das, weil letzte Runde haben wir unsere goldenen Elefanten verloren, weil wir das automatisch gemacht haben. Und da war das. Ja. Und eben der wird das 100% so machen, dass diese Einheiten, die Leitern besteigen. Oh, die da sind nicht auf der Leiter, aber dafür der eine. Der, schau mal, das sind einfach nur 23 Leute und die sollen, naja, okay. Also, die da gehen auf jeden Fall mal weg von der Leiter. Aber wer geht hin? Das ist die Frage. Wollen wir überhaupt hier hin? Ja, doch. Wir gehen schon hier hin. So, ich glaube, die königlichen Peltasten könnten auch hier hingehen. Ja, allein. Ja, doch. Wir erwarten eure Befehle. Okay, so machen wir das. Ups. Flagger, flagger. Nahkampftruppen erwarten Befehle. Bereit zum Einsatz. Ja, Schmarrn. Das war gerade ein Schmarrn. Ah, verdammt, der hat auch noch. Der hat auch noch Katapulte hier. Das ist natürlich ärgerlich. So, was hat der? Der hat nur das normale. Okay. Dann springen wir mal ein bisschen vor. Unser General wird angegriffen. Ja, ja. Alter. Okay. Jetzt wieder normal. Königliche Leinenpanzer Schwertkämpfer. Ja, wow, das habe ich gar nicht gesehen. So. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So. Königliche Feldtasten. Schieß! Kommandant! So, das ist schon mal ganz, ganz ordentlich. Der geht auch zurück. Ich erwarte eure Befehle. Königliche Peltasten. Ja, die sind auch schon sowas von im Arsch. Nahkampfinfanterie beim Einsatz. Wache. Königliche Peltasten. Mal schauen, ob die noch überleben. Ja, der darf ruhig
dürfen wir ruhig auf die Pferde schießen, damit die Nahkämpfer hier nicht so beansprucht werden. Okay, gut, der lebt noch. Das ist gut. Der da geht jetzt auch mal hier ganz zum äußeren Rand. Spartanische Jugendliche. Königliche Peltasten. Stolze Söhne Makedoniens. Königliche Peltasten. So. Ja, der hätte auf jeden Fall sehr viel verloren. Ja, Kommandant. Königliche Peltasten. Die Makedonier sind bereit. Steinschleuderer. So, die werden auch hier hinballern. Und den Rest mache ich dann mit der Kavallerie. Gut. So, dann ja, übernehme ich einfach mal das Tor hier. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Steinschleuderer! Ruhm für Makedonien! Und ja, dann kommen die Kavallerie. Kommt die Kavallerie. Bitte zur Seite. Das war zu langsam. Da wird er wahrscheinlich wieder hier sein. So. Auf jeden Fall haben wir niemanden verloren. Also mal schauen, ob die die überleben. Aber eigentlich sollten die überleben. Ja, spartanische Pikiniere, das ist halt nicht so geil. Auf jeden Fall ziemlich viel vernichtet hier. Der schafft es jetzt wieder eine Phalanx zu bilden. Schafft er irgendwie. Ja, egal. So. Verluste 3-4. Ja, 300 hat der Turm oder das Tor vernichtet. Ja. Aber Hauptsache, wir haben die Stadt. Und da wir in der Nacht angegriffen haben, konnte er nicht verteidigen. Das ist schon mal super. Ich könnte hier auch jetzt hier
Ballisten und so kaufen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir brauchen hier gescheite Infanterie. So. Stimmt, das habe ich in der letzten Folge übernommen. Genau. Agenten ausweichen ist immer super. Hingabe. So. Du brauchst noch eine Runde. So, gut. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen können. Hier können wir ein bisschen die öffentliche Ordnung pushen. Ich glaube, das war's. Wie steht denn Ägypten zu uns? Gar nicht, weil wir, stimmt, Ägypten haben wir schon übernommen. Jetzt können wir eigentlich Kusch auch übernehmen. Wir, ja, ich meine, wir wollen hier die komplette Halbinsel, Kontinent, bla bla, wollen wir erobern. Händler des Todes. Aha. Höchst bemerkenswert. Hier will ich... Ich will hier wieder... hier will ich wieder Elefanten haben. So, die haben... Und die haben... Okay. Dann können wir weitermachen. Stimmt. Ich habe euch ja erzählt, erzählt, dass ich mit den Streamen anfangen werde. Oh, wow. Und das Lustige ist, ich habe geschaut, also mein Computer ist natürlich jetzt gut genug. Und ich habe geschaut, also der befreit alle. Das ist ja lustig. Ich habe geschaut, ob mein Upload also passt, ob der gut genug ist. Und das Lustige ist, hier ist ein kleiner Bug, ja. Das Lustige ist, ich habe ein Tutorial angeschaut dafür, also Streaming. Alter, willst du mich verarschen? Woher bekommt er jetzt die PC-Teilroll? Und Atari, woher hat er jetzt die guten Einheiten? Ja, das müssen wir auch automatisch machen, weil der hat auch Artillerie. Da können wir ja nichts machen. Genau, und ich habe eben ein Tutorial dazu angeschaut, was man am... Wie hat der damit so viel... Ich verstehe das nicht. Naja, egal. Genau, ein Tutorial angeschaut. Und... Es liegt in der Natur eines Kriegers. Ja, Klientel mache ich. Nein. Genau, und dann... hieß es eben, man braucht mindestens 4 Mbit. Und ich habe hier 7. Und der Typ, der das... Ich weiß gerade nicht, was wir erforschen. Naja. Genau, der Typ, der das vorgeschlagen hat, beziehungsweise also der das Video gedreht hat, aufgenommen hat, so. Der hat dann auch gemeint, dass
Genau, dass es eben wichtig ist, gute Upload-Raten zu haben. Und hat dann sein Upload gezeigt. Und ich war über meine 7 ganz stolz. Und der hat einfach... der hat einfach 97. Ich meine, ich habe hier zu Hause schon ein richtig gutes Internet. Und das kostet auch ziemlich viel, das gute Internet. Aber der Unterschied ist einfach, dass wir... in unserem Haus haben wir, sagen wir mal, das ist unser Haus und das ist der Internetverteiler, sage ich mal. Also jeder Block, sage ich mal, hat einen Verteiler und da kommen die ganzen Verbindungen raus. So, und das macht die Telekom ziemlich gut, beziehungsweise ziemlich scheiße, weil dadurch hat Deutschland so bescheuertes Internet, weil der Marktführer und Patent und so ein Scheiß, wahrscheinlich, also kein Patent, aber er darf sagen, wohin es lang geht, so. Und das Problem ist, wenn man jetzt sein Haus mit Glasfaser Internetverbindungen haben will, dann zählt es schon als Glasfaser, wenn man zwischen hier, also zwischen sein Haus und den Verteiler Glasfaser hat. Das heißt, zwischen dem Haus und dem Verteiler ist super Internet, also 97 oder noch mehr oder weniger. Und hier der Verteiler hat da aber zur Basis, sage ich mal, hat da einfach Kupferdraht. Und deswegen bringt es gar nichts. Also wir haben im Haus Glasfaser und haben trotzdem nur 7. Das heißt, wir haben Glasfaser bis zum Verteiler und ab dann geht es mit Kupfer weiter. Und wenn man alles mit Glasfaser hat, bekommt man natürlich eigentlich heutzutage normalen Upload-Geschwindigkeiten. Aber Deutschland ist da ziemlich, behindert. Ist einfach so. Das ist einfach, die haben sich sowas von ins eigene Fleisch geschnitten. Und, sind einfach vollkommen bescheuert. Vor allem, dass die das nicht, also wahrscheinlich checken die das. Also, die checken das bestimmt. Das ist einfach nur, peinlich ist, 2020 immer noch schlechteres Internet zu haben als, warte, ich habe mal eine Liste gesehen, von dem schlechtesten Internet, beziehungsweise von allgemeinen Internetausbau und so weiter, und da war Deutschland unter den letzten 3 oder unter den letzten 5 weltweit. Das ist halt krass. Selbst ein guter Kumpel von mir ist Türke und der fährt auch oder fliegt auch jedes Jahr in die Türkei. Und er hat gesagt, auf den abgelegensten höchsten Berg in der Türkei haben die besseres Internet als bei uns jetzt quasi auf dem Land, also auf dem Land ist ja oft überhaupt kein Internet oder maximal E-Leitung. Aber die haben da besser als E-Leitung auf dem Berg. Das ist so, ich weiß nicht warum. Und was auch lustig ist, unser Internet gehört zu den Top 3 oder Top 5. Weiß ich auch nicht, also wahrscheinlich verwechsel ich 1, 2, Top 3 und das andere Top 5. Unter den teuersten, also die kosten am meisten und sind einfach mit am schlechtesten. Das ist halt, ja, einfach nur peinlich. Und die Politiker, also einige Politiker haben schon versucht,
mal der Telekom ein bisschen in den Hintern zu treten, damit die ein bisschen Gas geben, weil das ist halt, für die ist es ja auch sehr peinlich, wenn dann, also er hat mal einen, ich weiß nicht welcher Politiker, hat es mal erzählt, dass er im Auto war und mit einem Abgeordneten, ausländischen Abgeordneten gesprochen hat, telefoniert hat. Und dann sind sie halt durch ein, ja, Dorf gefahren, was kein Netz hatte. Und dann ist die ganze Zeit die Verbindung abgebrochen und das war ihnen so peinlich. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Also so viel verändert hat sich da nichts. Oder nicht? Das muss man leider sagen. Und das Problem ist, dadurch, dass... Sorry, das ist jetzt... Nein, ich... Oh Mann. Ich wollte das nicht spielen. Naja, egal. Dadurch, dass im Internet... beziehungsweise in Deutschland das Internet... von einer großen Firma, von der Telekom, quasi das eine Firma federführend ist, kann man da einfach eigentlich nichts machen, also nicht wirklich. Man könnte die klar erpressen, was ich finde, wäre langsam mal Zeit, weil es ist offensichtlich, dass es, ja, es ist einfach nur noch peinlich. Und, naja. Genau, dementsprechend war es relativ lustig. Also ich musste so lachen. Weil vor kurzem hat ja die Telekom angefangen mit... damit zu anzugeben, dass dass er jetzt 5 Mbit Raten hochgeladen werden kann und das ist so schnell wie noch nie und bla bla bla. Und 5 Mbit ist halt nichts. Das ist halt null. Das ist vor allem, das ist so, als würde man. Ah, ich habe gar keinen Vergleich, weil das so lustig ist, weil die halt auch das total hochpreisen und angeben damit, dass jetzt Deutschland so eine gute Internetverbindung bekommt. Und das ist halt einfach nur... Ja, das ist halt einfach nur lächerlich. Wie... Ja. Ja, das ist einfach nur lächerlich. Vor allem, was ich Interessantes im Geschichtsunterricht gelernt habe früher, war, dass ich weiß nicht hundertprozentig, ob es der Kohl war. Ich glaube, das war... das war, glaube ich, der Kohl. Auf jeden Fall, er hat ein Gesetz verabschiedet, das also wirklich gesetzlich festgelegt ist, dass man für jedes Haus oder für jede Straße, die man baut, muss man automatisch schon wenigstens Rohre verlegen, die später für Glasfaserleitungen dass man sehr schnell Glasfaserleitungen bauen kann. Und das wurde angefangen. Also sehr viele Baustellen haben dann Glasfaser automatisch eingebaut, weil er wusste, dass das Internet die Zukunft ist. Er hatte Ahnung und als er dann nichts mehr zu sagen hatte, dann wurde... Oh,
Dann wurde das Gesetz sofort zurückgerudert. Also unschädlich, sage ich mal, gemacht. Und ja, unschädlich ist ein bisschen fies. Aber es wurde ja sofort wieder zurückgemacht. Und dann war es so, dass die Telekom, also Spahn, Entschuldigung, nicht die Telekom, sondern dass dann die die Funk und die ja, TV-Zuständigen, ich weiß den Überbegriff nicht gerade. Ja, das auf jeden Fall das deutsche Fernsehen gepusht wird. Und das haben die bis heute sehr gut durchgesetzt. Also quasi Internet ist bei uns scheiße. Also Fernsehen auch. Fernsehen ist ultra scheiße. Niemand schaut mehr Fernsehen, aber alle müssen die bezahlen. Weil man könnte ja, das ist auch so lächerlich, man könnte ja Fernsehen schauen. Und deswegen muss man eben pro Monat die Chance bezahlen, oder die Möglichkeit bezahlen, dass man rein theoretisch Fernsehen schauen könnte. Also an sich, ich gebe zu, man könnte über den Computer, übers Internet Fernsehprogramme schauen, das stimmt. Aber das ist so idiotisch, dass die ich überlege gerade, ob die linke Faust gerade nach Italien oder nach den, also in den Norden ziehen soll. Ich glaube, ich ziehe mit der in den Norden. Mit der da gehe ich dann hier rum und mit der räume ich hier unten auf, genau. Ja, genau, das mit der monatlichen Abgabe ist genauso dämlich. Also selbst wenn man, also meine Schwester ist gerade Studentin und die hat keinen Anschluss im Haus, also kein TV-Anschluss, kein gar nichts zu Hause oder in ihrer Wohnung. Machen wir mal einen Philosoph. Genau, und die muss trotzdem bezahlen. Warte, das ist ja der andere, verdammt. Das wollte ich nicht. Naja, egal. Genau, also sie als Studentin kann sich nicht davon befreien lassen, weil sie könnte ja, wenn sie wollte, irgendwie das machen. Oder das anschauen. Und genau, das ist genauso dämlich, wie wenn wenn jemand, den kann ich ja immer noch nicht verheiraten. Ja, okay, der ist 19. Wenn jemand einen Führerschein macht und dann muss er per Gesetz muss er dann das ist so, Entschuldigung, ich komme nicht drauf klar. Aber er müsste dann per Gesetz eine Versicherung fürs Auto haben. Weil er könnte ja ein Auto kaufen. Und er könnte damit fahren. Das ist genauso, genauso mit dem Fernsehen. Man könnte sich ein Fernsehen kaufen, einen Fernseher. Und man könnte Fernsehen anschauen. Oder, oh, ja. Und, das ist so idiotisch. Was ich auch im Unterricht gelernt habe, das war ultra super interessant. Und zwar,
im Zweiten Weltkrieg war, ja, das ist nicht so clever, aber egal. Im Zweiten Weltkrieg hatte, ja, hatte man ja ziemlich Probleme mit den wichtigen Ressourcen wie Öl und also Benzin und Metall und sowas. Und deswegen gab es um diese Knotenpunkte immer Kriege oder Kämpfe. Und die Flotte meldet sich. Das werde ich dahin. Da, ich gehe mal da hin. Genau. Und das Interessante war, dass dass Amerika dadurch, dass Benzin und Strom, weil Strom wurde ja in Amerika von Öl und Holz und Kohle eben angetrieben und ja, das hat man alles an der Front gebraucht. Und deswegen gab es das... Krieg! So wollen es unsere Götter, unsere Vorfahren. Ja, ist gut. Mag ich. Und dadurch haben... ernsthaft? Willst du das wirklich kämpfen? Ich kämpfe das mal auch. Weil... sonst verliere ich die. Genau, also noch kurz. Weil das mache ich nächste Runde. Aber die Geschichte... Oh, Entschuldigung. Die Geschichte erzähle ich nicht in der nächsten Runde, weil weiß man das nicht mehr, was irgendwie ich angefangen habe. Genau, also, deswegen, da die Öllobby gut Geld gemacht hat an der Front, hat sie nicht aufgepasst, was im Land passiert ist. Und im Land gab es die alternative Energie. Das heißt, Solarenergie, Windenergie und Wasser. Und man muss sich das mal vorstellen, das gab es schon im 19. Jahrhundert. Und, beziehungsweise, also im Zweiten Weltkrieg gab es einen riesen Aufschwung, genauso wie Wasserstoffautos. Das gab einen enormen Schub, weil eben die Öllobby da ihre Finger nicht mehr in der Politik hatten. Und weil die eben vom Krieg her oder dank des Krieges enorm viel Geld geschaffen haben oder eingenommen haben. Und dementsprechend war es denen egal, was in Amerika passiert. Und genau, im Ende des Krieges oder als der Krieg vorbei war, hatten eine sehr, sehr große Prozentzahl. Ich weiß nicht mehr, 80%? Ich glaube, es waren sogar 80%. Müsste ich nochmal nachschauen, das war eine super interessante Doku. Und die haben wir dann im Geschichtsunterricht angeschaut. Genau, und die, genau, 80% von der Bevölkerung, von den Wohnungen und Häusern hatten Solarenergie. Und ja, dann war der Krieg vorbei und die Öllobby kam wieder zurück. Und was ist passiert? Die Öllobby hat eine ziemlich krasse Kampagne angefangen und auch ziemlich schmutzig, also sehr viel Erpressung und ja, und Mord ist, also das ist wieder Verschwörungstheorie, mehr oder weniger, aber es ist schon seltsam, wenn der Erfinder von dem Wasserstoffauto das sehr weit, also das hatte mehr Reichweite als ein Benziner. Und der wurde angeschrieben von der Öllobby, dass er das nicht weitermachen soll. Und er hat das eben ignoriert, abgeschlagen. Also die haben ihn richtig viel Geld dafür bezahlt oder angeboten, dass er die Forschung unterlässt und die ganzen Unterlagen vernichtet. Hat er nicht gemacht. Und eine Woche später war er tot. Also hatte er einen Unfall, sag ich mal. Und da gibt es einige Forscher und Erfinder, die Unfälle hatten, nachdem sie
ja, erpresst, beziehungsweise, ja, erpresst wurden. Also, naja, gut. Ich bin voll. Nee, genau, also, wenn man daran denkt, dass die Öllobby, wenn sie nicht, also, ja, wenn sie nicht gierig gewesen wäre, aber das könnte man heutzutage auch sagen, dann wären wir schon sehr, 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 sehr viel weiter und hätten überhaupt keinen Stress mit, ja, mit Ölverschmutzung, mit Umwelt und so weiter. Aber okay, gut. Bisschen Gelaber hier und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und das nächste Mal werden wir hier unsere kleine Segestia verteidigen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.